Hallo und herzlich willkommen bei WinTV. Ich bin die Niki und in Zeiten der Corona-Krise müssen auch wir ein bisschen improvisieren. Ihr seht jetzt gleich ein Exklusiv-Interview mit Stefan Schulmeister, einem sehr renommierten Ökonomen. Und er wird uns sagen, was die Corona-Krise mit für Veränderungen bringt und was mit der Finanzmarktkrise zu tun hat und welche Alternativen und Utopien wir denken dürfen. Schnell in eine richtige Position begeben. Ja, passt perfekt. Ja, kein Stress. So, also ich bin startbereit. Ja. Super. Ich habe mir Fragen vorbereitet, aber wir haben gesagt gestern, dass sie sowieso sattelfest sind und das ganz leicht aus dem Stegreif machen, aber wir haben gestern ein bisschen gesprochen. Wir sind jetzt hier bei WinTV und morgen wird das Ganze auf Oktro ausgestrahlt um 20 Uhr und dann via Facebook und YouTube auch noch verbreitet. Gut. Gut. Jetzt würde ich Sie bitten, Herr Schulmeister, wenn Sie ganz kurz sich beschreiben, Ihre Person und ganz kurz den Hintergrund. Ja, ich bin seit 1972 ein Wirtschaftsforscher, also fast seit 50 Jahren, schon seit einiger Zeit in Pension, arbeite aber weiter über Fragen der Finanzmärkte und der längerfristigen Entwicklung der Weltwirtschaft. Okay, und Sie sind lehrend an der WU, habe ich gelesen, unter anderem? Ja, ich habe Lehraufträge an verschiedenen Unis, etwa an der Hauptuniversität bei den Juristen, bei Fachhochschulen und auch an der Wirtschaftsuniversität bei den Wirtschaftspädagogen. Wirtschaftspädagogen, das ist sehr spannend. Eine kleine Information am Rande. Ich möchte ab September Wirtschaftspädagogin werden. Ja, ich werde dann allerdings wahrscheinlich nicht mehr unterrichten. Ja. Oh, schade. Okay. Na gut, also dann bitte fangen wir an. Wir haben gestern schon gesprochen, Sie sind Spezialist für Finanzmarktfragen. Können Sie uns kurz darstellen, wie die Corona-Krise, der Kontext, wie das einen Einfluss jetzt auf die Finanzwirtschaft hat? Nun, die Corona-Krise wurde zum Auslöser eines ganz massiven Aktienkursverfalls. Warum? Weil bereits seit 2009 die Aktienkurse weltweit stärker gestiegen sind als je zuvor. Ja. Ich darf nur erwähnen, dass etwa in den USA das Niveau der Aktienkurse sich fast verfünffacht hat und in Deutschland etwa fast vervierfacht. Das nennen die Trader einen Bullenmarkt, das heißt eine Phase, in der der Optimismus dominiert, in der die Kurse immer weiter steigen, in der dann meistens auch zum Schluss immer mehr Amateure, die sich zunächst nicht getraut hatten, wieder auf Aktien zu setzen, einsteigen. Und eines ist klar, je länger ein solcher Bullenmarkt andauert, das heißt, je stärker die Kurse überbewertet sind, desto größer ist das Absturzpotenzial und das wurde dann eben durch die Ausbreitung des Coronavirus ausgelöst und ja, zwar in einer ungeahnt dramatischen Weise, denn in den ersten vier Wochen nach dem 21. Februar sind die Kurse stärker gefallen als etwa nach dem Schwarzen Freitag 1929 oder nach der Lehman-Pleite 2008. Okay. Darf ich Sie bitten, weil ich nehme es gleichzeitig auch mit der Kamera auf, falls das nicht funktioniert, ein bisschen lauter zu sprechen? Ja, kann ich schon machen, aber okay. Ich spreche, für meine Verhältnisse relativ laut, ja. Sie sprechen laut, aber die Kamera steht ein bisschen weiter hinten und sie hat normalerweise ein gutes Mikrofon, aber nur, dass wir alles hören, was Sie sagen. Sie haben schon jetzt angesprochen, die Krisen 1929 und wir wissen, dass der Schwarze Freitag ja dann auch den Weltkrieg mit sich gebracht hat. Darauf möchte ich später noch kurz zu sprechen kommen, was Sie meinen, was die Konsequenzen sein können. Aber könnten Sie ganz kurz noch darauf eingehen, was der Unterschied zur Krise 1929, 2008 zu jetzt ist? Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Unterschieden. Erstens war das wirtschaftliche Niveau 1929 viel, viel niedriger, der Sozialstaat viel weniger ausgebaut. Mit der Folge, dass nach dem Börsenkrach ein Wirtschaftseinbruch einsetzte, der aber massiv dadurch verstärkt wurde, dass in verschiedenen Ländern, insbesondere in Deutschland, eine Sparpolitik praktiziert wurde, indem jetzt der Staat in einer Krise seine Ausgaben gekürzt hat, kürzte er natürlich die Einnahmen derer, die diese
Ausgaben sonst bekommen hätten. Und es entwickelte sich eine Abwärtsspirale nach unten. Sparpolitik vermindert die Einkommen. Weniger Einkommen bedeutet schrumpfender Konsum. Schrumpfender Konsum bedeutet, dass die Unternehmer noch mehr Menschen kündigen. Und dieses Karussell nach unten ging bis zum Jahre 1933 weiter, als etwa in Deutschland mehr als 6 Millionen Menschen arbeitslos waren. Und dieser Prozess hat natürlich Adolf Hitler den Weg an die Macht geebnet. Okay. Und das wäre also ein großer Unterschied sowohl zu 2008 als auch zu 2020. Denn in beiden jüngeren Krisen hat die Politik zumindest zunächst nicht mit einer Sparpolitik reagiert. 2008 wurden Konjunkturpakete geschnürt, es wurden Banken, Rettungspakete geschnürt. Und derzeit sozusagen wird in einer Menge Geld unter die Leute gebracht, die sozusagen einzigartig ist. Zum Beispiel in den USA wird zum ersten Mal in der Geschichte das sogenannte Helikoptergeld versucht. Das heißt, jeder Amerikaner bekommt einmal taxfrei 1200 Dollar überwiesen. Für jedes Kind gibt es dann noch 500 Dollar. In kleinen Österreich macht man ein Krisenpaket im Volumen von 38 Milliarden Euro, was fast 10% des Bruttoinlandsprodukts ist, also schon eine Dimension, die man sich früher überhaupt nicht hätte vorstellen können. Ein Problem ist natürlich, dass eine solche Art der Politik effektiv ist, wenn die Krise ausschließlich nachfragebedingt ist. Das heißt, wenn sie dadurch verursacht ist, dass die Investitionsnachfrage und in der Folge die Konsumnachfrage einbricht. Bei der gegenwärtigen Krise haben wir es aber auch um eine Angebotskrise zu tun. Warum? Weil ja die Menschen, die jetzt eine höhere Kaufkraft erfahren, diese Einkommenszuwächse in einem erheblichen Maße überhaupt nicht ausgeben können, weil ja eben alle Restaurants, Kulturveranstaltungen, Tourismus etc. etc. Geschlossen sind. Meine Schlussfolgerung daraus lautet, dass wir neben diesen Maßnahmen unbedingt neue Impulse brauchen, die auch die Aktivitäten in der Realwirtschaft wieder stimulieren, die also sozusagen deutliche Impulse für die Realwirtschaft geben. Okay, jetzt haben Sie mir sehr viele Anhaltspunkte gegeben, wo mir neue Fragen gekommen sind. Sie haben jetzt schon geredet von der Gesamtwirtschaft und den 38 Milliarden. Da hätte ich einerseits die Frage, können Sie noch mal kurz erklären, wofür die 38 Milliarden verwendet werden sollen? Inwiefern das effektiv ist? Den bürokratischen Hürden haben wir gestern schon gesagt, dass wir da beide nicht so genau wissen, aber wir wissen, dass es über die WKO und nicht über das Finanzamt geregelt wird, was da vielleicht die Schwierigkeit ist. Und welches Problem genau in Österreich ist im Vergleich zu international, weil wir sehr auf EPU und KMU fokussiert sind. Ja, um gleich hinten anzufangen, also bei Ihrer letzten Frage, das genau ist das Problem, wie kann ich auf möglichst rasche Weise den, ich glaube, fast 250.000 Ein-Personen-Unternehmen und 330.000 Klein- und Mittelbetrieben Gelder zur Verfügung stellen. Das ist sehr, sehr schwer durch die Wirtschaftskammer machbar, aus einem ganz einfachen Grund. Die Wirtschaftskammer hat keinen Zugriff auf die Daten der Finanzämter, zu Recht so. Die Daten der Finanzämter würden aber die Grundlage bieten, dafür mit Hilfe eines Algorithmus, also einer allgemeinen Regel, möglichst rasch abzuschätzen, aha, der Gastwirt Meier hat im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr so und so viel Gewinn erzielt. Wir nehmen an, dass er in den nächsten 6 Monaten einen Umsatzeinbruch auf Null hat, zum Beispiel nur. Also bekommt er einen Teil dieses früheren Gewinns sofort überwiesen. Dieses generelle Verfahren kann natürlich dann nicht angewendet werden, wenn die Wirtschaftskammer das alles auf Basis von Einzelanträgen macht. Das heißt, jeder in Österreich, jede EPU, jeder
Klein- und Mittelbetrieb muss eben jetzt Formulare ausfüllen. Und auch wenn die Wirtschaftskammer verspricht, und das mag schon stimmen, dass sie sich total zerreißt und einsetzt, damit das möglichst rasch abgewickelt wird, angesichts der Zahl der Fälle ist dieses Vorgehen, glaube ich, nicht sehr effizient. Im Vergleich zum EU-Kontext, wie sehen Sie den Unterschied, wie unterschiedlich die Länder reagieren? Weil Deutschland hat ja auch ein Paket geschnürt. Nur wie ich gehört habe, verbessern Sie mich, falls das falsch ist, sollen da auch große Firmen etwas davon haben. Also einerseits, wie ist der EU-Kontext-Vergleich? Und andererseits, wir haben geredet von der Bankenkrise und der Bankenrettung. Da war ja der Schirm, der Schutzschirm noch größer, oder? Nein, der war nicht unbedingt größer, weil zum Beispiel derzeit hat die EZB sozusagen in Reserve zusätzliche 750 Milliarden Euro. Und das ist deutlich mehr, als dieser Euro-Rettungsschirm je hatte. Das Grundprinzip ist in allen Ländern gleich, nämlich, dass die Politik versucht, die drei Krisenbeschleuniger von schweren Wirtschaftseinbrüchen abzufangen. Diese drei Brandbeschleuniger, könnte man auch sagen, sind erstens die Angst der Menschen vor der Zukunft, zweitens der Anstieg der Arbeitslosigkeit und drittens Unternehmens- und Bankenpleiten. Und diese Finanzierungsmittel werden daher dafür eingesetzt, das zu vermeiden. Wenn also jetzt Kurzarbeiter zum Beispiel, obwohl sie überhaupt nicht mehr arbeiten, etwa in einem Tourismusbetrieb, dennoch 80% oder 90% ihres Letzteinkommens bekommen, dann ist es natürlich sehr beruhigend und es ist zutiefst bedrückend, dass bisher die Unternehmer dieses extrem günstige Kurzarbeitsgeld zu wenig in Anspruch nehmen. Ich darf daran erinnern, dass in den letzten 2 Wochen die Zahl der Arbeitslosen in Österreich um fast 200.000 Menschen gestiegen ist. Das wäre nicht passiert, wenn die Unternehmer in höherem Ausmaß das Kurzarbeitsmodell in Anspruch genommen hätten. Aber das kann ja möglicherweise noch gemacht werden. Es ist ja durchaus denkbar. Und ein Beispiel war die Baufirma Strabag, die zunächst auch die meisten Bauarbeiter zur Kündigung angemeldet hat, aber dann doch erklärt hat, sie machen das rückgängig und werden jetzt auf das Kurzarbeitsmodell zurückgreifen. Das kommt natürlich allen Unternehmen zugute. Also denken Sie die Austrian Airlines oder denken Sie an verschiedene andere Großkonzerne in Deutschland, Volkswagen etc. Alle, die die Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, erfahren natürlich eine enorme finanzielle Entlastung, weil die Unternehmer keine Löhne mehr auszahlen müssen. Anders sieht es jetzt bei den Ein-Personen-Unternehmen etwa aus, weil die haben eben, wie der Name schon sagt, keine Mitarbeiter. Da geht es darum, ihre eigene Finanzlage abzufangen und dem dienen eben die Mittel aus diesem sogenannten Härtefonds. Und was die Unternehmenspleiten ganz allgemein betrifft, ist klar, dass die größte kurzfristige Bedrohung immer daher rührt, dass Banken aus Angst Kredite fällig stellen und daher wird ein großer Teil der Mittel verwendet für Kreditgarantien und für die Bereitstellung sogenannter Liquidität. Das wären also Finanzierungsmittel, die prinzipiell auch wieder zurückzuzahlen sind, die aber kurzfristig eine Firma vor der Pleite bewahren. Okay, jetzt haben Sie schon viel angesprochen, jetzt nochmal auf den EU-Kontext. Wie sehen Sie die Solidarität und wie sehen Sie die Reaktion der EU-Kommission prinzipiell auf diese Krise allgemein gesehen? Ja, da gibt es sehr viele Aspekte. Das Problem ist, dass zunächst einmal die Zentrifugalkräfte, also die nationalistischen Kräfte innerhalb der einzelnen EU-Mitgliedsländer fast reflexartig stärker geworden sind. Das beste Beispiel sind natürlich die Grenzschließungen. Da zeigt sich eben diese auch durchaus populistische Mentalität
Österreicher zuerst oder Ungarn zuerst etc. Und da ist die Europäische Union ziemlich machtlos. Also man kann sie da nicht wirklich kritisieren, denn sie hat einfach keine Machtmittel. Es ist eben kein Bundesstaat, um solche Entwicklungen einzubremsen. Obwohl es natürlich viel klüger gewesen wäre, Reisebeschränkungen sozusagen zu erlassen im Hinblick auf Ansteckungsgefahren, und die grenzen sich und die decken sich natürlich nicht mit den Staatsgrenzen. Aber auf der anderen Seite ist es oder wird es, glaube ich, im Zuge der sich vertiefenden Wirtschaftskrise immer klarer werden, dass die einzelnen Länder auf die Europäische Union angewiesen sind. Das heißt, dass es eine Phase der Krisenvertiefung geben wird, wo der Nationalpopulismus schwächer wird, gewissermaßen aus nationalistischen Gründen, weil etwa Ungarn und der Herr Viktor Orban begreifen, dass sie allein diese Krise nicht bewältigen können. Jetzt haben Sie gerade den Herrn Orban angesprochen. Da kommen ja sehr besorgniserregende Nachrichten mit Ausschaltung des Parlaments. Wir erinnern uns, Austrofaschismus hat das auch so funktioniert und angefangen. Wie sehen Sie eben auch schon angesprochen die Nationalismen und auch die Aushebelung des EU-Prinzips der Solidarität? Naja, das EU-Prinzip der Solidarität war immer schon primär etwas, das stärker am Papier steht, als dass es die konkrete Politik bestimmt hätte. Das war vielleicht noch vor 40, 50 Jahren anders in der Frühphase der Europäischen Union, aber ich würde sagen, schon seit gut 30 Jahren hat der nationale Egoismus an Stärke zugelegt, und zwar gewissermaßen parallel mit der langfristigen Vertiefung der Krise. Kleines Beispiel, ein Drittel aller Arbeitnehmer in Europa ist heute nur mehr atypisch beschäftigt, in welcher Form auch immer. Und das bedeutet natürlich, dass die Angst der Menschen vor der Zukunft, die Verunsicherung, aber auch die Wut über die Erniedrigung immer mehr zunimmt. Und das haben eben dann populistische Politiker ausgenutzt, um sozusagen diese Wutenergie auf ihre Mühlen zu lenken. Also man kann für all diese Prozesse die EU allein so einfach nicht verantwortlich machen. Und ich würde noch immer den Unterschied zu den frühen 30er Jahren darin erblicken, dass das Ausmaß der Krise bei weitem nicht so katastrophal ist, wie es die Weltwirtschaftskrise gewesen war. Und weil nach Jahrzehnten der Weiterentwicklung der Europäischen Union mittlerweile doch so viele institutionelle Klammern existieren, all die Regelwerke, das Europäische Parlament, die Kommission etc. etc., dass ich nicht glaube, dass die Krise zum Beispiel die Europäische Union existenziell bedroht. Allerdings hängt sicher davon ab, was die Politik aus der Krise macht, das heißt, was sie aus der Krise lernt. Und was sehen Sie jetzt da für Ungarn? Ich meine, wir erinnern uns, bei der ersten Schwarz-Blau-Regierung gab es sehr große Sanktionen gegen Österreich. Ich meine, einen Ausschluss aus Gipfeltreffen kann es jetzt nicht mehr geben, weil es keine Gipfeltreffen gibt. Aber welche Sanktionen könnte die EU gegenüber Ungarn und dem doch faschistoiden und sehr regressiven Verhalten, welche Sanktionen könnten Sie sich vorstellen, die irgendwie greifen würden? Ehrlich gesagt gar keine, weil die einzelnen Länder und auch die Europäische Union derzeit größere Sorgen haben. Und zweitens aus einem juristischen Grund, diese Notstandsgesetze der Ungarn sind juristisch sehr ausgefeilt formuliert, sodass die Juristen der Europäischen Kommission erklären, da kann man überhaupt gar keine Anzeige etwa beim Europäischen Gerichtshof machen, zumindest jetzt nicht, solange eben dieser Notfall Corona wirklich besteht. Was anders wäre, wenn diese Angst, die viele Menschen haben, dass der Viktor Orban in Wahrheit diesen Corona-Notstand nur ausnützt, um letztlich eine Art Diktatur zu etablieren. Wenn das der Fall ist, dann kann die Europäische Kommission bzw. der Europäische Gerichtshof sicherlich was tun, aber so weit sind wir nicht. Und es wäre wahrscheinlich auch problematisch, weil Länder wie Polen, Ungarn wahrscheinlich noch immer den Rücken stärken.
Ja, sicher. Es ist ganz klar, dass die Visegrad-Gruppe relativ stark zusammenhält und man eher auf Zeit und Diplomatie setzen sollte und besonders darauf, dass diese Länder die Europäische Union immer mehr brauchen werden, je tiefer die ökonomische Krise sich weiterentwickelt. Das wissen wir natürlich jetzt noch nicht. Und was sagen Sie zur Kritik gestern, die tägliche Ansprache von der Frau Präsidentin, dass einfach das Thema Ungarn quasi ausgespart worden ist und nur vom Pressesprecher in der Pressemeldung verkündet wurde? Naja, das habe ich ja schon erwähnt. Im Moment gibt es nicht wirklich eine Möglichkeit, Ungarn zu sanktionieren. Und gleichzeitig hat die Europäische Union eine so große Menge an anderen Problemen auf dem Hals, dass sie darüber jetzt einmal hinwegsehen. Okay, dann würde ich jetzt zu einem anderen Thema kommen gerne, was wir auch schon im Vorfeld besprochen haben. Ich habe selber internationale Entwicklung und Politikwissenschaft studiert und somit auch ein bisschen eine Ahnung von der Weltökonomie und vor allem von Neoliberalismus, seit 40 Jahren das Paradigma, was vorherrscht. Und Sie haben auch schon in vorigen Interviews von Falter oder Moment gesagt, dass Sie denken, dass das Ende des Neoliberalismus ist, weil auch zum Beispiel so Sachen wie Import-Export, Abhängigkeit jetzt, wo Sie gesagt haben, der Versorgungsmangel, auch beim Angebot sichtbar ist und immer mehr auch wieder auf nationale Produktion umgestellt werden muss. Wie sehen Sie die Chance, dass der Neoliberalismus wirklich ein Auslaufmodell ist? Ja, zum Schluss haben Sie das ganz richtig formuliert, es ist eine Chance. Damit meine ich, wenn aus der Krise wirklich gelernt wird. Und das setzt wieder voraus, dass die Krise länger dauert, als es im Jahre 2008 der Fall gewesen ist. Weil damals war es ja doch so, dass nach einem etwa Dreivierteljahr es wieder zu einem ausgeprägten Aufschwung kam und dadurch die Eliten, die Universitätsprofessoren, die Chefredakteure, die Politiker leichter den Schock der Finanzkrise verdrängen konnten. Sozusagen frei nach dem Motto, sagen wir, es war nichts. Wenn die Krise diesmal länger dauert, wird das schwieriger werden. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstens, weil die Finanzschmelze viel gravierendere Auswirkungen haben wird, wenn sie noch andauert. Und in den letzten Tagen sind die Aktienkurse wieder markant gefallen. Das bedeutet, dass das Pensionskapital von hunderten Millionen Menschen weltweit entwertet wird. Das bedeutet, dass die Unzufriedenheit mit der sogenannten kapitalgedeckten Altersvorsorge zunehmen wird. Eines der vielen Steckenpferde neoliberaler Ökonomen. Und diese Problematik des Börsencrash verbindet sich mit der Problematik des Klimawandels. Wir wissen nicht nur aus Meinungsumfragen, sondern insbesondere auch aus der Bewegung Fridays for Future, dass das Bewusstsein, wir können nicht so weitermachen, was den Klimawandel betrifft und was unseren Umgang mit der Natur, Stichwort Artenvielfalt generell betrifft, dieses Gefühl, wir können nicht mehr weitermachen, wird zunehmen. Gleichzeitig ist aber der Ölpreis in groteske Tiefen gefallen, mit dem Ergebnis, dass jetzt ein Liter Diesel wieder weniger als einen Euro kostet. Damit wird aber klar, dass die bisherigen Methoden, den Klimawandel durch Preisanreize zu bekämpfen, etwa durch CO2-Steuern oder durch den sogenannten Emissionshandel, nicht funktionieren können, weil sie konterkariert werden durch die geradezu groteske Instabilität der Ölpreise, aber auch damit der Preise für Erdgas und Kohle, also der wichtigsten Verursacher des Klimawandels. So wird also die Entwicklung auf den Erdölmärkten gleichzeitig Anlass sein, die bisherigen Strategien der Bekämpfung des Klimawandels zu überdenken. Entschuldigung. Nein, also noch einmal, es ist trotzdem eher eine Chance.
Ich glaube aber, dass diesmal die Chance besser ist als 2008, weil die Krise länger dauern wird. Das ist jedenfalls meine Einschätzung. Und weil die Krise gleichzeitig verschiedene Problembereiche betrifft, die Finanzmärkte, den Klimawandel, den Prozess der Globalisierung natürlich, Sie haben es schon angedeutet, also die Abhängigkeiten von Lieferketten. Und in dem Sinn könnte sich die Krise in ein, um es etwas überspitzt zu formulieren, Multiorganversagen des neoliberalen Finanzkapitalismus entwickeln. Aber noch einmal, dass das dann wirklich zu einer Änderung führt, setzt die Bereitschaft der Eliten voraus, zu lernen und damit auch ihren eigenen Beitrag zur Verschlechterung der sozialen, ökologischen und letztlich auch ökonomischen Lage in Europa wahrzunehmen. Jetzt haben Sie schon wieder einen spannenden Punkt angesprochen, die Eliten. Glauben Sie, gibt es viele alternative Thinktanks? Also Chicago Boys waren ja sehr ausschlaggebend für die Verbreitung des Neoliberalismus. Aber gibt es genug alternative, eher heterodoxe linke Ökonomie-Thinktanks? Oder ist es ein Manko, die noch fehlen, die dann beweisen könnten, dass der Markt eben nicht alles regeln kann, sondern der Staat eingreifen muss? Es liegt, glaube ich, weniger als an der Menge der Thinktanks, als einfach darin, dass ein konkreter gesellschaftlicher Gegenentwurf, der konsensfähig wäre für breitere Schichten der Gesellschaft, auch für große Teile der Unternehmerschaft, insbesondere der Klein- und Mittelbetriebe, dass ein solcher Gegenentwurf nicht existiert. Wir haben verschiedene Utopien wie die Gemeinwohlökonomie oder den sogenannten Postkapitalismus oder die Postwachstumsökonomie als oder eine Grundeinkommensökonomie. Aber das sind alles Weltverbesserungsvorschläge, denen ein theoretisches Fundament fehlt. Und wenn wir jetzt zurückblicken, warum gab es das sogenannte goldene Zeitalter des Kapitalismus in den 50er und 60er Jahren, dann war das meiner Ansicht nach deshalb, weil der englische Ökonom Keynes mit seiner Theorie eine Grundlage geschaffen hat, die auch für weite Kreise der Unternehmerschaft und selbst konservativer Parteien akzeptabel war. Denn Keynes war eben kein Linker, aber sehr wohl ein radikaler Kritiker der gleichen Wirtschaftstheorie, die heute von den neoliberalen Ökonomen vertreten wird. Und angesichts des Fiaskos der Weltwirtschaftskrise mit ihren Folgen Holocaust und Zweiter Weltkrieg war gewissermaßen aus der Not heraus die Bereitschaft der Eliten da, es mit einem anderen Paradigma, gewissermaßen mit einem anderen theoretischen Modell zu probieren. Und genau dieses alternative theoretische Modell fehlt derzeit. Und das wird sicherlich die Übergangsphase verlängern. Ja, alternative Modelle hat man zumindest ansatzweise in den Krisen. Also 2008 war ja nicht die erste Krise, seit 2000 Russland, Japan und vor allem Lateinamerika haben ja gezeigt, dass Solidarwirtschaft möglich wäre, zumindest im kleinen Rahmen. Also ich schätze da, ich bin auch eher optimistisch eingestellt und hoffe, dass man auf diese Erfahrungen zurückgreifen kann. Aber jetzt auf die Realwirtschaft. Wir haben heute oder gestern haben wir die Zahlen vom WIFO und vom IHS bekommen bezüglich Inflation. Haben Sie Angst, dass die österreichische Wirtschaft oder die Weltwirtschaft in eine Rezession oder sogar Depressionen schlittern könnte? Die Möglichkeit besteht natürlich, weil es sehr entscheidend davon abhängt, erstens, wie lang die Ausbreitung des Coronavirus dauert. Und hier haben wir es eben mit einem großen Widerspruch zu tun. Würde man die Krise, nämlich jetzt die Corona-Krise, sich weiter ausbreiten lassen, dann wäre sie zwar rascher überwunden, aber die Zahl der Toten, also der Todesopfer, wäre viel größer, weil das Gesundheitssystem dann überfordert ist. Gelingt es einem umgekehrt,
die Zahl der Toten möglichst klein zu halten, dann geht es eben nur, wenn das Tempo der Ausbreitung des Virus verlangsamt wird. Das bedeutet aber gleichzeitig natürlich, dass das Problem Corona weiterhin die Wirtschaft einengen wird. Also Sie sehen nicht das Ende des Kapitalismus, aber es könnte eine Chance, das Ende Paradigmenwechsel gegen den Neoliberalismus sein. Es könnte das sein. Ich sehe sozusagen die Chance dafür, dass man die bisherigen Konzepte überdenkt und aus dem Überdenken und einer pragmatischen Politik, die in eine andere Richtung führt, ohne dass man schon eine neue Theorie hat, das sehe ich als die größte und wahrscheinlichste Chance. Das historische Beispiel wäre der amerikanische Präsident Roosevelt, der mit seinem New Deal ab 1933 es verstanden hat, eine Politik gerade auch für die deklassierten Menschen, die Opfer der Weltwirtschaftskrise zu machen, obwohl ihm die neue Theorie noch von Keynes ja gar nicht zur Verfügung stand, weil die erst 3 Jahre später publiziert wurde. Also so eine Art New Deal-Denken, wo man von Problemen ausgehend Einzelmaßnahmen setzt, die dann doch den langfristigen Entwicklungspfad verändern. Beispiele wären zum Beispiel, man würde auf den Finanzmärkten diesen wahnwitzig schnellen Fließhandel in Milli- und Mikrosekunden ersetzen durch elektronische Auktionen, etwa alle 3 Stunden. Das würde durchaus der neoliberalen Wirtschaftstheorie entsprechen. Oder man würde den Klimawandel dadurch bekämpfen, dass innerhalb der Europäischen Union einfach ein Preispfad bis zum Jahr zunächst einmal 2050 vorgegeben wird von allen fossilen Energieträgern, in der Weise, dass jeder in Europa weiß, fossile Energieträger werden nie wieder billiger. Weil dieses Billigerwerden ist Gift für die Bekämpfung des Klimawandels. Denn noch sind wir im Kapitalismus und wir müssen so quasi das Profitanreiz, das Profitmotiv quasi nutzen. Wenn alle Akteure wissen, es lohnt sich, in die Vermeidung von CO2 zu investieren, weil das Ausstoßen von CO2 immer teurer wird. Und der Profit einer Investition in die Energieeffizienz oder in alternative Energien, der besteht ja in den vermiedenen künftigen Energiekosten. Das geht aber nicht innerhalb eines Systems, wo die Preise der wichtigsten Verursacher des Klimawandels so groteske Schwankungen aufweisen wie etwa der Erdölpreis zwischen $25 und $150 je Fass. Das sind alles Beispiele für pragmatische Vorgehensweisen, die jetzt nicht den Kapitalismus aushebeln, aber die doch die Hauptempfehlungen der Neoliberalen ins Mark treffen, weil sie emanzipatorischer Natur sind und sagen, naja, wir sind durchaus im Prinzip für Märkte, aber manche Märkte funktionieren einfach nicht, die werden wir schließen. Das ist eine ganz andere Haltung als jene der Neoliberalen, die tendenziell sagen, der Markt hat immer recht. Das heißt, die Rolle der OPEC-Länder wird eine wichtige Rolle spielen, wie die reagieren, auch mit dem Ölpreis. Und weil Sie gesagt haben, die Termingeschäfte, sind Sie denn dafür, dass man Future und Options verbietet, also das Spekulieren auf Nahrungsmittel zum Beispiel? Mit Verboten ist in aller Regel relativ wenig zu erreichen, weil es dann in den elektronisch organisierten Märkten sehr rasch zu neuen Produkten kommt, mit denen man dann diese Verbote wieder umgeht. Nein, ich würde eher in die Richtung argumentieren, dass man das Spekulieren mit diesen Derivaten einfach unprofitabel macht oder zumindest ihre Profitabilität massiv verringert. Beispiel Ölpreis. Wenn jetzt die Europäische Union sagt, der Ölpreis, der in der Europäischen Union gilt, steigt jedes Jahr um 5%, bedeutet, dass die Preisbildung am Derivatmarkt schlicht und einfach ausgesetzt wird. Weil sozusagen ausnahmsweise in diesem Fall der Preispfad politisch vorgegeben wird. Oder wenn man, wie schon erwähnt, den Fließhandel durch elektronische Auktionen ersetzt, dann wird eben die Profitabilität von all diesen wahnsinnig schnellen
von Algorithmen gestarteten Transaktionen ausgemerzt, weil man kann dann kein Geschäft mehr machen, wenn nur mehr alle 3 Stunden eine Auktion von Aktien und Devisen etc. stattfindet. Also mir geht es eher darum, doch die Logik dieses Systems, weil wir ja von dem ausgehen, zu nützen, aber zu einem besseren Zweck als bisher. Okay, ich schaue mal nebenbei ein bisschen auf die Uhr, da wir bei Okto eine Zeitbeschränkung haben. Wir hätten jetzt noch 5 Minuten. Da würde ich gerne Sie fragen, Alternativen, Utopien, wie könnte es weitergehen? Natürlich können wir alle nicht hell sehen, aber wie lange dauert die Krise noch? Was schätzen Sie ein? Und bei Alternativen ist ja der Herr Gewerkschaftsvorsitzende, Katzian, glaube ich, hat ja so etwas wie Vermögenssteuer gefordert, was ja eine linke Forderung seit langem ist, aber doch eine Utopie ist. Also Vermögenssteuer, CO2-Steuer oder die jetzt in den sozialen Medien die Forderung, dass Politiker einen Teil ihrer Gehälter spenden. Was glauben Sie, könnte EU-weit und national eintreten? Ich glaube, dass all diese Maßnahmen, vielleicht von Vermögensteuern abgesehen, eher symbolischer Natur sind. Also wenn jetzt die Politiker auf irgendwelche Einkommensanteile verzichten, dann ist es vom Volumen her vollkommen bedeutungslos. Für das, was ich genannt habe, ein New Deal für Europa, brauchen wir die Finanzierung von Großprojekten. Nehmen Sie zum Beispiel das langfristige Ziel, das Fliegen innerhalb der Europäischen Union wird maximal reduziert. Also man soll nicht mehr diese umweltschädlichste Form des Reisens weiter praktizieren. Das geht natürlich nur, wenn es eine Alternative gibt. Die Alternative gibt es technologisch. Das sind eben die Hochgeschwindigkeitszüge, und zwar der neuen Generation, die im Test zwischen 500 und 600 km/h fahren. Würde sich jetzt die Europäische Union das Ziel setzen, über einen langen Zeitraum, das dauert Jahrzehnte, ganz Europa mit einem solchen Netz von Hochgeschwindigkeitsstrecken zu versehen, dann braucht es Finanzierungsmittel in einer völlig anderen Dimension. Erstens, es muss supranational sein. Das heißt, es kann nicht die Schuldenquoten der einzelnen EU-Mitgliedsländer belasten. Also ging es nur durch eine Konstruktion so ähnlich wie der Rettungsschirm, aber mit dem Ziel, eine Transformation der europäischen Wirtschaft über mehrere Jahrzehnte in Richtung auf eine Kreislaufwirtschaft zu finanzieren. Wie kann das aussehen? Es wird ein europäischer Währungsfonds oder ein Transformationsfonds gegründet. Der hat die volle Rückendeckung der Europäischen Zentralbank. Er ist daher unsinkbar, weil eine Zentralbank bekanntlich Geld aus dem Nichts in beliebiger Menge schaffen kann. Wenn dieser europäische Währungsfonds jetzt zu Großprojekten wie zum Beispiel ein transeuropäisches Hochgeschwindigkeitseisenbahnnetz finanziert wird, dann würden Millionen Arbeitsplätze geschaffen werden, die Umwelt langfristig entlastet werden. Und es würde die Verschuldung der einzelnen Staaten überhaupt nicht berühren, weil wir eben dann eine gemeinschaftlich-europäische Finanzierungsagentur hätten. Das wäre ein ganz konkretes Beispiel. Das führt mich aber gleich zur nächsten Frage, wie wird es mit der Krise weitergehen? Ganz entscheidend wird sein, dass wenn diese wirtschaftliche Krise überwunden ist und wenn wir vor einem enormen Anstieg der nationalen Staatsschulden stehen, dass man dann nicht wieder, wie nach der Krise 2008 versucht, durch Schwächung des Sozialstaats oder allgemein durch eine Sparpolitik, diese Staatsschuldenquoten zu reduzieren. Wenn das passieren würde, würde der Übergang nicht nur ökonomisch scheitern, sondern auch die politischen Spannungen, der Nationalismus und Populismus innerhalb der Europäischen Union würde ganz massiv zunehmen. Aber es gibt meiner Ansicht nach schon Grund zur Hoffnung, dass die Eliten lernen aus den katastrophalen Entwicklungen, etwa in Griechenland, dass man das nicht noch einmal durchexerzieren darf.
Dankeschön. Meine letzte Frage ist jetzt wieder Österreich bezogen. Wie finden Sie die wie reagiert die Regierung? Oje, die Internetverbindung spielt. Die Regierung. Wie reagiert die Regierung Österreichs? Und inwiefern geht es in Österreich uns besser mit der sozialen Marktwirtschaft als bei neoliberalen Nachbarländern? Ja, natürlich geht es Österreich besser, schon allein besser, weil unser Sozialstaat das Gesundheitssystem viel robuster ist als etwa jenes, das in diesem Geschäft wurde. Aber auch in Österreich gibt es Probleme, die bisher nicht gemacht wurden. Ich denke insbesondere. So. Also, wir sind sehr improvisationsfreudig bei Wien TV. Wir haben leider technische Schwierigkeiten am Schluss gehabt und zuletzt ist uns auch noch der Akku ausgegangen. Aber vielen Dank fürs Dranbleiben. Ich hoffe, es war sehr interessant. Ich hoffe, Sie haben was gelernt oder konnten auch was mitnehmen. Und somit sage ich nur noch Dankeschön und auf Wiedersehen. Und wir sehen uns nächstes Monat wieder bei den Wien TV Nachrichten. Vielleicht schon mit ein paar Außenberichten, je nachdem, wie die Corona-Krise eben verläuft. Das weiß ja keiner von uns. Wir wünschen Ihnen alles Gute, bitte gesund bleiben, wenn Sie krank sind, genesen Sie bald und halten wir zusammen, solidarisch schaffen wir das. Und ganz wichtig, der Kampf geht nach der Krise weiter, vor allem für Beschäftigte im Sozialbereich müssen wir unbedingt auf die Straße gehen und Kräfte sammeln, denn wir merken in der Krise, nicht Investmentbanker und Bankerinnen und Marketing-Expertinnen sind gefragt, sondern Leute, unsere Heldinnen des Alltags, nämlich Sozialbereich, Gesundheitsbereich, Pflege, Verkäuferinnen, Post, Lkw-Fahrerinnen, Müllabfuhr. Ich danke Ihnen allen, dass Sie da sind und dass Sie uns in der Krise unterstützen und auf dass wir in Zukunft auch was ändern können in diesem neoliberalen System. Dankeschön, Baba! Ich habe mich auf die Stirn konzentriert.